Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mark Wuragon. Diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 und auf dem Weg zu einer Dayparty. Wir haben in der letzten Folge alle Zutaten eingesammelt und werden jetzt erstmal Mr. Sir Reginald platzieren. Ja, da sitzt er schon. Reginald. Okay, wir reden nicht darüber, dass er eine Knall hat. Genau. Da haben wir das erledigt und da haben wir die liebe Dina. Du hast Tina geholfen, alle Sachen für ihre Teeparty zu besorgen. Jetzt musst du nur noch den Ehrengast einladen. Jetzt zur Einladung des Ehrengastes. Okay. Ich bin gespannt, wer das sein sollte. Die Party kann beginnen, doch der Ehrengast fehlt noch. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Ich lese mal lieber den Zettel. Lady Tina, mal da. Und wer da sitzt da drüben? Evil Buster that killed my parents. Alles klar. Hätte mich gewundert, wenn es normaler wäre. Arbeitest noch dran? Oh Gott. Wieso hast du deinen Auftrag noch nicht erledigt? Ach, Flinde Fletschte. So, haben wir die irgendwo Automaten hier gehabt? Genau, hier gab es doch einen schicken Automaten. Wir gucken mal schnell das Inventar durch, was wir auf alle Fälle verkaufen können. Die hat 65, 105, die wollen wir auf alle Fälle behalten, die wollen wir nicht behalten. So, 1700 und 1000, 2,9 verursacht extra Explosivschaden, explodiert beim Nachladen wie bei einer Granate. Nein, wollen wir nicht haben, hatten wir schon. So, Shotgun, das ist die einzige Shotgun, die wir da haben. Die wollen wir auch behalten. Wäre schade drum, wenn wir die verbumseln. So, das heißt, damit ist die Sache hier geklärt. Oh, wir können mal nach hier wieder gehen. Dann können wir auch wieder mal einen einlösen. Kritische Schaden erhöhen. Super. So, einkaufen gehen. Und zwar der weg, der weg. Bei den schönen... schöne Booster zu... nehmen wir lieber das. Und jetzt gehen wir mal einkaufen. Granaten, Raketen und Sniper. So. Dann haben wir erstmal alles hier. Ist noch was für Einsame da? Hier bis da was. Geld haben wir ja nicht wirklich. Mangel ja aktuell. Aber trotzdem können wir sich rumliegen lassen. Es geht ums Prinzip, würde ich mal meinen. So, wen tut man denn? Finde Flashstick. Alles klar. Flashstick einsammeln gehen. Oh. Macht einfach zu viel Spaß. Flashstick befindet sich irgendwo da drüben. Alles klar. Okay, mein Freund. Schieben wir mal ins Knie. Okay. So, da geht er auch down. So einen Sniper im Hinterhand zu haben, ist schon ganz praktisch. So. Ah, den haben wir da noch hier. Ich glaube. Den sollten wir vielleicht nicht zu sehr töten. So, ja, den müssen wir, hier ist nix mit Headshot. Headshot ist bei dem eine ganz doofe Idee. Bei dem wäre das Headshot eine super Idee. Go. Okay. Da haben wir den Goya mal erlebt, ohne das ausdickt hier. So. So. Kommen wir ja kaum über die Brücke hier, bei den ganzen Freunden hier. Okay, gibt eine Puppes. So, jetzt Kopf eher hochgesteckt. Da drüben ist irgendwo noch einer. Ah, da. Jo, hast du Kopfschmerzen? Gibt's gleich noch mehr. So, na guck, was hier alles so rumliegt. Sammle mal ein, nicht, dass Kinderhände kriegen ja.
So. Haben wir noch eine lustige SMG? Das können wir auch mal nachladen. Flashstick der Ehrengast. Lock ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Oh, badass. Gescheitert. Ah ja. Das war doof. Den sollte man nicht killen, aber der war so fragil. Vielleicht können wir das auch mal machen. Die Frage ist, wie lockt man den dann in die Hütte rein? Ich hoffe, Martina wird uns hier gleich in die Luft jagen. Okay. Oder hoffentlich gibt Tina uns noch eine weitere Chance. Ah, die haben wir ja kaum angefasst. Job für dich. Ich habe einen Job. Okay. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Alles klar. Also lieb mich und lock unseren Gast auf die Party. Sonst fress ich deine Babys. Sein Name ist Flashstick. Nur so am Rand. Und alles klar. Wie sollen wir den ja hinkriegen? Dürfen wir ja nicht anfassen. Dann gehen wir lieber auf Nummer sicher. Hallo, Flashstick. Da ist er. Flashstick, der Ehrengast. Lock ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Hallo. Meine Mama hat mich auch immer so angeschaut. Aufgepasst. Badass. Hallo, wir wissen es. Dann komm her. Wiedersehen. Wie soll ich den dahin locken? Oder gibt es einen anderen Weg dahin? Wenn ich dir das Knie schieße, der doch gleich hin. Hallo, Badass. Nur Jungs, frisches Fleisch. Tja, eine Blume für mich. Ja. Die Blume wird ja gleich ins Knie schießen. Das Problem, wenn ich den so oft anfasse, dann ist er tot. Okay. Achtung, Badass. Noch mehr kriege ich den ja nicht hin. Dann komm her. Schön. Ich hasse deine Fresse. Das ist schön. Du bist nicht eingeladen, Schwein. Alles klar. Gut gemacht, Freunde. Just in diesem Moment wird Flashstick durch die Tunnel gesaugt. Lass uns reden. Alles klar. Ich möchte nicht wissen, was dem Jungen da jetzt in den Tunnels passiert. Flashsticks Entführung ruft einen alten pandorische Rensart ins Gedächtnis. Willkommen auf unserer Teeparty, Bruder. Alles klar. Flashstick ist auf dem Klo. So viele Missionen? Okay. Granaten. Verursacht ein Standardschaden. Oh. Haben wir denn hier? Okay. Und das weißt eine Bazooka. Nimm mal mit. Die Party beginnt. Zeit für die Party. Und Generator einschalten. Triff Mr. Sparks dort drüben, um Mr. Flashstick hereinzubringen. Okay. Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind. Hm? Okay. Bereit bist für die Party, verpasst bitte Mr. Flashstick eins in seine Schweinefresse. Okay. Oh, das habe ich vergessen. Flashsticks Freunde sind auch eingeladen. Pass auf, dass sie nicht randalieren und den genau. Okay. Okay, da müssen wir wahrscheinlich was anderes aufsetzen, ja. Okay. Das ist schön, dass dann auf einmal Gäste eingeladen sind, die nicht auf der Liste stehen. Ich verstehe dich nicht. Flashsticks Freunde sind so laut. Was für Rüppel. So, jetzt werfen die auch noch Granaten hier. Kann ich auch. So. Alles klar. Ich hab's noch drauf. Schön, dass du es noch drauf hast. Ja, schön, dass jetzt die Dicken kommen und keiner Bescheid gesagt hat. Lass deine
Brust und Fall, dann lass ich dich gehen. Genau. Zurück an den Schiff. Sofort. So. Da werden wir gleich mal hier mitfeiern. So, einer hin. Jetzt kommst du da dran, mein Freund hier. Alles klar. Ja. Hallo, kleiner wütender Zwerg hier. Der Generator ist nicht für kleine Kinder hier. So. Okay, erste Welle geschafft. Das ist schön erstmal, wenn wir ein bisschen einkaufen gehen. Schön, dass es dir freut, wegen einer hat Spaß. Neulich habe ich etwas Faszinierendes gelesen, Sir Reginald. Es ging um Slag-Experimente. Die Einzelheiten habe ich vergessen. Ich werde dich doch mich nicht rauslassen. So. Genau, Sir Reginald nicht unterbrechen. So, mein Freund, ja, hier wird nicht gauen. Du, der Generator läuft, und der hat auch genug. Also, einer ist doch noch irgendwo hier. Ah, da oben. Ich habe auch einen Feuerball, und zwar hier einer, den hier. Genau. Okay, da werden wir mal das Kaliber nehmen hier. So geht das auch, Jungs. Wer kommt da jetzt angedackelt? Ah, noch zwei von denen hier. So, auch erledigt. Ist doof, wenn die Munition ausgeht hier. Ah, da. Ach du heilige Kacke. Oh, der erste ist down ja noch von dem Badass hier. Schön, mein Freund, ja. Ich verschwinde. Das ist schön, Das habe ich genossen. Auch erledigt, ja. Gut, dass du zusehen musstest. Der Tod deiner Familie hat dich stark gemacht. Wie mich. Schön, dass ihr euch da mal unterhalten könnt, Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus dem... Das wird ja langsam stressig mit den Jungs hier. Okay, die Party kommt mal zu, läuft super. Und wir haben ja ein unwenig Stress hier. So, und wo kommt... Ah, Goliath. So, dann kann ich Goliath sich einmal selber unterhalten. Hör auf mit Leben, endlich! Okay. Auf deine gottverdammten Knie! Das ist ganz schlecht hier. Okay, wenn wir um die Goliath kümmern, ja. Ich bin hier! Okay. Das könnte knapp werden. Fluffybuff, ich wusste gar nicht, dass sie sich verloben. Wer ist der? Aha, Fluffybuff verlobt sich. So, das ging ja. Ging der zum Glück mal zügig. Okay. Was bist du wieder für einer? Was hast du heute mit hier? Ach du Scheiße. Hass! 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 Ja, ja. Ich
Zum Glück hat man das richtige Werkzeug dabei. Juju, das war ja knapp Geschichte. Und wie das ja aussieht. Auf ein Wort. Okay, dann reden wir nochmal mit Tante Tina hier. Wenn alle Teepartys damit enden würde, dass der Gast per Stromschlag geröstet wird, wäre das bestimmt klassische Romantik. Auf Pandora wesentlich beliebter. Unüberraschend. Okay, eine neue Kanone. Ich fürchte, Mr. Flash, du musst uns verlassen. Dich kenne ich doch. Du solltest tot sein. Okay. Platziere Tinas Damen, entführe den Zug. Mr. Fletchstick. Mr. Sparks, was denken Sie? Okay, Es tut mir leid, dass ich Okay, damit hat Tina das Problem geklärt. Die beste Teeparty der Welt. Ansichtssache. Einer hat da bestimmt eine andere Meinung. Und der ist aber schon gegangen gerade. Oder besser gesagt, gegangen worden. In meinem bescheidenen Laden. Beheere mich bald wieder. Jo, das war ja nochmal richtige Action zum Ende. Damit geht es sich dann nächstes Mal dann auch weiter. Die liebe Tante Tina hier bastelt weiter an ihren lustigen Bömmchen hier rum. Und hat noch viel Spaß bei ihrer Teeparty, würde ich schon meinen. Ja, und wir können sie nochmal fragen. Hallo, Tina, Teeparty? Nee, Mann, hab keinen Job für dich. Ich hab nichts für dich. Okay. Okay, damit hat sie klar gemacht, sie hat keinen Job für uns. Aber dennoch machen wir dann hier das nächste Mal weiter. Das war's mit heute mit lustigem Let's Play Borderlands 2 und der Teeparty. Genau. Wir hatten Spaß bei der Teeparty und diesmal war kein verrückter Hutmacher oder sonst wer dabei. Ich hoffe mal, ihr bleibt noch dabei und freut euch über das, was jetzt kommt. Das hier ist nämlich die Endcard aus der schicken Endcard. Möchte ich euch mal wieder ans Herz legen. Und zwar Unboxing, weil es ist wieder bald soweit. Der Monat ist wieder fast rum. Der Monat ist bald wieder soweit. Das ist zum Unboxing. Ihr könnt auch mal reinschauen, was wir im letzten Monat ausgepackt haben in der Loot Chest. Das hatte mir viel Spaß dabei. Also Unboxing Mai. Der Loot Chest. Sonst der YouTube-Button, den möchte ich auch noch präsentieren. Der bringt nämlich euch zurück zum Kanal und abonniert ihn auch gleich. Das wäre doch super, wenn ihr den benutzt. Gerade wenn ihr das erste Mal hier seid. Also nicht vergessen zu abonnieren. Social Media Kram, Google Plus, Facebook, Twitter, sei hier nicht unerwähnt. Gerade Twitter, da läuft viel Infos drüber, wenn mal was ausfällt oder es einfach mal technische Probleme kriegt. Das erfahrt ihr am besten über Twitter. Sonst schreibt dann eine nette Sache im Kommentarbereich, falls ihr irgendwas vermisst, verpasst habt. Einfach mal im Kommentarbereich und ich helfe euch beim Suchen. Alle anderen können einfach mal einen Daumen nach oben geben, wenn euch der Spaß hier gefallen hat und ihr mehr solche Themenpartys wollt, dann einfach einen Daumen nach oben. Das freut mich sehr, denn ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.